Hallo du Liebe und hallo du Liebe. Die älteste und ehrlichste und schnellste Sprache der Welt, die hat mich in der letzten Woche ganz schön am Laufen gehalten. Und damit erstmal herzlich willkommen zu Big Bang Live, dein Podcast für Neustart in Herz, Hirn und Körper. Um den geht's nämlich heute, um Körper. Mein Name ist Silke Fritsche, und bei mir findest du gerade für das Thema Start und Neustart und Veränderung meine besten Tools aus 20 Jahren. Ich arbeite als Expertin für Körpersprache, als Persönlichkeitscoach und als Lehrerin für Lebenskunst. Und Arbeit trifft es gar nicht so, denn es ist eher Berufung und Passion. Und mein Ziel ist es, Menschen, wenn sie in der Klemme stecken, wenn sie in einem Neustartthema drin sind, egal in welcher Lebensphase, da einfach wieder Mut bekommen und in die Leichtigkeit kommen. Und das eine ist der Zuspruch, aber das andere ist, wir brauchen verdammt gutes Handwerkszeug, wenn wir auf die Nase gefallen sind. Und es gibt nicht nur Handwerkszeug, um ein Haus zu bauen, sondern natürlich auch, um sein Leben zu gestalten. Und dafür gehe ich los, und da möchte ich so viele Menschen wie möglich mitnehmen und begeistern, denn auch bei mir ist das Thema Neustart ein ganz wichtiges Thema. So vor 2 Jahren machte das dann nochmal Peng-Buff. Und welches Peng-Buff? Da sprechen wir vielleicht später mal drüber, weil heute haben wir ja erstmal ein anderes Thema, nämlich Körpersprache. Körpersprache, das habe ich ja schon gesagt, ist die ehrlichste Sprache der Welt, wird in allen Ländern dieser Welt gesprochen, in allen Generationen, und ist auch deine erste Sprache in deinem Leben, denn in deinem ersten Lebensjahr hast du nur Körpersprache gesprochen. So, und deshalb habe ich heute hier ein besonderes Geschenk, ein Special vorbereitet für dich, denn vielleicht hast du es ja mitbekommen, letzte Woche hatten wir den Auftakt gemeinsam mit dem Basislager der Coworking Station hier in Leipzig. Da haben wir uns zusammengetan, die ganz jungen Wilden, die ihre Start-ups machen, also wirklich am Start sind, und erfahrene, reife, gestandene Menschen allen Alters, die einfach sagen, hey, ich will für da, wo ich jetzt stehe, auch das Beste mitbekommen. Und da diese ganze, ja, wie soll ich sagen, Kastenfrosch-Geschichte, wo wir ab Kindergarten immer in ein bestimmtes Alter reingeschoben werden, die 3-Jährigen zu den 3-Jährigen, die 8-Jährigen zu den 8-Jährigen, 10-Jährigen zu den 10-Jährigen. Und so geht es ja dann das ganze Leben lang weiter, nimmt uns eine ganze Menge Lebensintelligenz. Weil vom Leben her ist es nicht so gedacht, sondern wir sollen natürlich voneinander lernen und miteinander leben. Und damit schließen wir natürlich auch Begegnungen aus, weil angenommen, du interessierst dich für irgendein Special, angenommen für Karpfen. Ich weiß jetzt nicht, wie ich drauf komme. Angenommen für Karpfen. Und du hörst jetzt hier zufällig zu und bist vielleicht 18 Jahre, und der, mit dem du dich unterhalten könntest, ist 83, weil das ist ein riesen Karpfenexperte. Und du fühlst dich unfassbar einsam, weil in deinem Umfeld interessiert sich keiner für Karpfen, sondern nur für Shisha. Dann kann es sein, du denkst, du bist der einsamste und merkwürdigste Mensch dieser Welt. Aber soll ich dir was sagen? Das bist du nicht. Und am Ende des Tages, wenn man sich entscheiden kann zwischen Karpfen und Shisha, ist manchmal Karpfen gar nicht die schlechteste Wahl. So, und da haben wir uns zusammengefunden bei meinem Vortrag am 15. Januar jetzt, letzte Woche. Und die Bude war voll, und ich habe mich so gefreut. Nicht nur, dass wir ausgebucht waren und ich gesehen habe, dass da wirklich alle Generationen dabei waren, sondern auch, weil so viel Leben und Energie und Spaß im Raum war bei diesem Vortrag, wo es darum ging, hey, was erzählt eigentlich mein Gesicht? Was lernen wir denn, wenn wir dem anderen in die Augen schauen? Was ist denn ein guter Blickkontakt? Wie lange ist denn das? Was ist denn ein gutes Lächeln, nicht so ein gutes Lächeln? Und wieso sind wir eigentlich zu 80% Augentier? Und was bedeutet das für den Ausdruck von Skepsis, Überraschung, Freude und so weiter? Und damit haben wir uns eine Stunde lang beschäftigt. Und das erfährst du jetzt hier in diesem Vortrag. Warum? Weil ich danach so viele Rückmeldungen bekommen habe. Erstmal vielen Dank. Ich habe es noch nicht geschafft, auf alle zu antworten. Deshalb hier ganz an dieser Stelle schon mal ein großes Dankeschön über die vielen E-Mails, über die Facebook-Kommentare, über einen Brief habe ich sogar bekommen. Das ist richtig oldschool, da habe ich mich sehr drüber gefreut. Über die Anrufe, über WhatsApp und. Und
Ich werde mich noch bei jedem Einzelnen bedanken, aber deshalb hier schon mal voraus ein großes Dankeschön. Und ein Feedback würde ich gern mal, weil mich das so berührt hat, im Herzen vorlesen. Und falls du noch mit Körpersprache so gar nichts zu tun hast und dich vielleicht so eher instinktiv, intuitiv, es dich irgendwie hinzieht, dann kann ich dir jetzt schon mal sagen, es zieht dich zur wichtigsten Sprache der Welt. Warum? Da hilft diese Folge und die hilft uns wirklich dabei, die anderen besser zu verstehen, warum wir wirken, wie wir wirken, warum wir Missverständnisse produzieren und warum es so wichtig ist. Und das war unsere Conclusio von dem ersten Abend, sozusagen die gemeinschaftliche Zusammenfassung in dieser Runde, ja, bei allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen des Vortrags, war so: Mut zum Erstlächler. Trau dich, ein Erstlächler zu sein, also einer, der zuerst lächelt. Denn Lächeln ist die wichtigste Kommunikationsform, weil die dem anderen erstmal nur sagt, hey, du bist okay. Und ich spreche hier über ein ehrliches Lächeln. Und gerade wir hier in Deutschland, müssen uns manchmal ans Näschen fassen, denn wir Deutschen sind schon sehr, sehr freundlich. Wir lächeln wirklich sehr, sehr vielen, sehr viel. Nur vor allem innen. Und mein Vorschlag wäre, lass uns doch mal das Lächeln nach außen wachsen. Denn ganz oft lauern so zwei, wer könnte wohl der Erste sein, der lächelt, so wie bei so einem Lächelduell. Nö, wenn der Ältere nicht lächelt, lächle ich auch nicht. Wie soll's? Also wir haben es mal umgedreht, haben gesagt, Mut zum Erstlächler, denn nur du weißt, in einer Welt, wo alle freundlicher sind, da geht es jedem Einzelnen besser. Dir, mir, allen. Und das soll es doch. Deshalb stehen wir ja früh auf, damit es uns gut geht, damit wir Freude haben, damit wir unser Leben gestalten können. Und zwar mit Leichtigkeit. Genau. Und das Feedback, was ich hier schon so angeteased hatte, kommt von Annette Nickel. Annette Nickel hat mir geschrieben auf Facebook und du warst auch beim Vortrag, Annette. Du hattest gleich vorne gesessen und gewunken. Ich habe es gesehen. Und sie schreibt Folgendes. Liebe Silke, ich kann mich nur anschließen. Also da bezieht sie sich auf einen Kommentar, auf ein Lob von einem Kommentar davor. Es war ein toller Abend und dieser hat mich auch in meiner Einstellung bestätigt, schreibt Annette weiter, und gestärkt, dass ich nur, wenn ich mir meine eigenen Gefühle bewusst und mit dem Herz bei der Sache bin, in der Körpersprache meines Gegenübers, dessen Gefühle erkennen kann. Und nur dann kann ich in meinem Beruf etwas bewirken. Das finde ich ganz spannend, was die Annette hier schreibt. Denn dass nur wenn sie die Gefühle des anderen erkennen kann, dass sie dann in ihrem Beruf etwas bewirken kann. Das ist eine so spannende und kluge Aussage, weil die Gefühle die ehrlichste Sprache sind. Das heißt, die Gefühle können nicht schwindeln. Mit Worten können wir das schon. Das ist schon manchmal ganz schön clever. Aber Gefühle? Nope. Kein Weg. Und hier sozusagen diesen Zusammenhang zu finden zwischen, wenn ich die Gefühle des anderen besser lesen kann und Körpersprache bedeutet, dass ich die Gefühle des anderen lesen lerne, dann kann ich in meinem Beruf was bewirken. Finde ich ganz großartig. So, und dann schreibt sie weiter, die Annette. Gerade den kleinsten Kindern muss man Gefühle spiegeln können, damit sie selbst lernen und wissen, was gerade ist, was sie fühlen. Also das Gefühl benennen können. Und da unterbreche ich jetzt auch nochmal. In meiner Arbeit, in den Coachings mit Erwachsenen, ist es ganz oft so, dass Menschen nicht mehr wirklich wissen, was sie fühlen. Sie sagen sowas wie, na, irgendwas ist nicht in Ordnung. Und wir haben den Kontakt zu unseren Gefühlen oft verloren oder können sie nicht mehr benennen. Es ist halt irgendwas komisch. Aber was denn? Weißt du das immer, wenn du traurig bist, wenn du wütend bist, wenn das so ein ganz, wenn du verstimmt bist, aber warum kannst du es deutlicher benennen? Und das, also einfach diese Gefühlssprache wieder auszubuchstabieren, wieder sprechen zu können, wieder ganz sicher zu sein, heißt, wir stecken einfach wieder den Stecker rein, und zwar zwischen Herz und Hirn. Da ist nämlich bei manchen ein Kurzschluss passiert im Laufe des Lebens. Durch so viele Außeneinflüsse, verlassen werden, Trennungen, einen Job verloren, krank geworden sein. Da gibt es so viele Dinge, wie wir einfach irgendwann, weil der Schmerz zu groß wird
oder geworden ist, den Stecker gezogen haben. Nur, wir können nicht ein Gefühl alleine verlieren. Wenn wir den Schmerz verlieren, verlieren wir auch die Freude, weil jedes Gefühl hat einen Doppelgänger, Licht und Schatten. Und deshalb keine Angst vorm Schmerz, denn der geht vorbei. Der geht wirklich vorbei, aber das haben wir noch nicht gelernt, wie wir das, also nicht so gut gelernt oft, wie wir das bewältigen können. Das ist sicherlich auch nochmal eine Folge wert. Ich würde gerne aber hier bei der Annette bleiben, weil das so toll sie schreibt. Ich gehe nochmal den Satz zurück. Gerade den kleinsten Kindern muss man Gefühle spiegeln können, damit sie selbst lernen und wissen, was gerade ist, was sie fühlen, also das Gefühl benennen können. Und das kann ich nur, schreibt Annette weiter, wenn ich die Körpersprache der Kinder lesen und dementsprechend mitfühlen kann. Leider habe ich in der letzten Zeit feststellen müssen, dass immer mehr Kinder die Fähigkeit zum Mitgefühl mit anderen Menschen verloren gegangen scheint. Obwohl sie dieses alle im Kleinkindalter besessen haben. Also ist meine tägliche Arbeit, also die von Annette, die Kinder zu lehren, die Körpersprache des anderen besser zu verstehen, indem sie sich ihre Gefühle und deren Ausdrucksweise selbst bewusst werden. Also noch einmal ein großes Dankeschön für deinen wundervollen Vortrag. Ich freue mich schon auf nächste Woche. Liebe Annette Nickel, ich danke dir so sehr für diesen langen und zu Herz, also mir zu Herzen gehenden Beitrag, weil ich das so großartig finde, wie du das für dich nicht nur in dein Privatleben einbeziehst, sondern auch in deinen Beruf. Und ich möchte mich bei dir bedanken, nicht nur für deine Zeit und dein offenes Herz bei dem Vortrag und ja, deine Unterstützung hier auch bei Facebook, sondern ich möchte mich bei dir bedanken, dass du mit dem Wertvollsten arbeitest, was wir haben, nämlich mit unseren Kindern, mit unserer Zukunft. Und genau, das finde ich großartig. Vielen, vielen Dank dafür. Das heißt, um das hier nochmal für uns auch, also auch nochmal für mich, für dich zusammenzufassen, die Gefühle sind die Sprache des Körpers. Die Gedanken sind die Sprache des Geistes. Und wenn wir die synchron kriegen, wenn die Gefühlssprache und die Gedankensprache das Gleiche will, dann fühlst du dich gut. Dann geht es in eine Richtung. Aber wenn der Kopf sagt, also was weiß ich, das sind so kleine Sachen, ja, ich arbeite jetzt engagiert los, ich fülle jetzt die Excel-Tabelle aus. Und das Herz sagt, das Gefühl sagt, nein, ich bin gerade traurig. Ich bin so traurig, weil ich den Streit von gestern Abend noch nicht verkraftet habe. Dann sitzt du eher in diesem Gefühl von Traurigkeit und von Lustlosigkeit. Und diese Sachen wirklich zu durchsteigen und die synchron zu kriegen, das ist am Ende des Tages das eigentliche Lebensgeheimnis. Dass das, was wir denken, auch fühlen und das, was wir fühlen, auch denken. Und die Körpersprache ist da ein riesiges, nicht nur Tool und Hilfsmittel, sondern ganz praktisch, weil wir haben es immer dabei. Und wenn du es lesen kannst, wenn du gelernt hast, dich wieder zu erinnern, denn beim Körpersprachelesen geht es ganz viel um Erinnern und wieder ein Stück zu helfen, was ist denn das für Handwerkszeug? Wie lese ich denn die Mimik, die Gestik, den Tonfall, die Körperhaltung? Was hat denn der Abstand zum anderen zu tun mit der Körpersprache? Wenn ich das alles wieder weiß, dann habe ich den Schlüssel zu mir selbst. Und ich brauche nur einen Spiegel gucken. Oder noch besser, wenn ich mit der Kamera arbeite in den Coachings, dann ist das natürlich ganz toll, weil dann siehst du dich von allen Seiten und erkennst sofort, ganz oft auch, bei beruflichen Entscheidungen, bei privaten Entscheidungen, was du wirklich willst, weil weißt du, wer dir das sagt? Dein Körper. Aber du musst natürlich seine Sprache erkennen, weil sonst ist es für dich, als spricht der Chinesisch, wenn du nicht Chinesisch kannst oder Arabisch oder Swahili oder Kyrillisch. Nee, ist das überhaupt eine Sprache? Wie heißt das denn bei Raumschiff Enterprise. Wie heißt denn der diese Sprache? Ich weiß ja, also so irgendwie so eine außerirdische Sprache. Und wenn du die nicht sprechen kannst, dann kannst du sie auch nicht verstehen. Also hier geht es darum, wirklich das A, B, C der Körpersprache zu lernen. Und deshalb haben wir uns auch wirklich hingesetzt und haben hier
bei dem Vortrag die Tonspur rausgezogen und sitzen da jetzt am Wochenende und bauen das für dich, weil wirklich so viele dann geschrieben haben, wir haben es nicht mehr geschafft oder ich bräuchte zu dir 10 Stunden mit dem Auto oder einer hat aus Italien geschrieben, einer aus Spanien. Und deshalb haben wir gesagt, komm, das hat jetzt so viele nicht erreicht. Ich schenke einfach diesen Vortrag jetzt nochmal in die Welt und ich wünsche mir sehr, sehr, dass es dich unterstützt und dir hilft. Und bevor es jetzt wirklich losgeht, noch eine kleine Sache, in eigener Sache, weil es auch dazu viele Fragen gab. Ja, für das erste Halbjahr stehen jetzt die Veranstaltungen fest und du kannst sie alle finden. Ich verlinke dir sie natürlich unterhalb von dem Podcast hier bei YouTube. Du findest auch die ganzen Links und die ganzen Informationen auf meiner Website. Silke Fritsche einfach eingeben. Silke mit I, Fritsche mit TZ findest du überall. Und was mir aber ganz wichtig ist, dass du das weißt, wenn wir hier mit der Körpersprache durch sind und am 30. gibt es ja nochmal einen freien Vortrag auch zur Körperhaltung am 30. Januar, dann kannst du auch Charisma-Seminare sind jetzt ausgeschrieben besuchen, sowohl eintägige Workshops als auch, wenn du dein ganz genaues Körperspracheprofil kennen willst, zweitägige Workshops, komm einfach. Vielleicht weißt du, dass ich ein eigenes Körpersprachesystem entwickelt habe und erforscht habe über 15 Jahre, wo man ganz gezielt sagen kann, welcher Persönlichkeitstyp steckt in dieser Körpersprache drin. Also das alles können wir dann intensiver machen, wenn du das möchtest. Aber mein ganz großes Herzensprojekt und mein Highlight und Trommelwirbel, jetzt habe ich keine Trommel, Mist, warte. Bamba! Ist die Sommerakademie. Du kannst dich ab jetzt bei der Sommerakademie anmelden, bei meiner Sommerakademie. Die ganzen Feedbacks, wie es im letzten Jahr war, findest du alles auf meiner Webseite. Und im ersten Modul wird es auch wieder Körpersprache geben. Für die, die letztes Jahr dabei waren, eine Stufe weiter. Und auch nochmal zur Erinnerung, wir müssen das viel üben. Für die ganz neu sind, wird es ein Wow-Effekt sein. Das heißt, jetzt kannst du dich anmelden. Und jetzt gibt es auch für die nächsten Tage einen Frühbucherpreis, sagte man da. Jetzt heißt es immer Early Bird. Je nachdem, was dir gefällt, so ein Early Bird Preis. Genau, ein Frühbucherpreis, damit es auch wirklich für jeden möglich ist, der möchte. Und genau, guck da auf meine Website, wie die Modalitäten sind, was die Inhalte sind. Und wenn dich das anspricht, ein 3 Wochen intensives Transformationsprogramm, wo wir Freitagabend und den ganzen Samstag persönlich in einer kleinen Gruppe zusammenarbeiten und du aber 3 Wochen betreut wirst, jeden Tag einen Input bekommst, wo du Unterlagen bekommst, wo du wirklich deine ganze Körpersprache, aber vor allem deine Persönlichkeit so hinstellen kannst, dass egal mit welchem Problem du kommst, du einen Riesenschritt weiter bist und es sogar gelöst haben kannst. Dann müssen wir uns aber vorher nochmal verständigen. Dann schau da bitte rein. Also jetzt sind die Tore geöffnet. Jetzt kannst du durchmarschieren. Die Sommerakademie, weil ich habe, ich glaube, 50 Anfragen mittlerweile. Wann ist das? Findet das wieder statt? Und ja, und jetzt kannst du. Also, Sommerakademie ist open. Du bist herzlich willkommen. Und mach dich schlau. Es gibt eine begrenzte Anzahl, weil du weißt ja vielleicht aus dem letzten Jahr, wie intensiv wir zusammenarbeiten. Und es wird geben Meditation auch im Morgenritual. Wir fangen immer mit dem Morgenritual an. Und dann werden wir aber ganz strikt und auch sehr zielorientiert arbeiten. In der Natur, draußen, im Grün. Wir werden Übungen haben, wie man Gefühle verändert. Ich werde dich lehren, wie du deine Körpersprache erkennen kannst. Wie du in eine andere Haltung kommen kannst. Wie wir Glaubenssätze, die uns wirklich stören und abhalten von unserem Glück. Wie wir die loswerden. Und vor allem, und das ist das Allerwichtigste, du wirst ganz, ganz tolle Leute kennenlernen. Das war im letzten Jahr eine super Truppe, eine super Community. Und du bist so herzlich willkommen, wenn du sagst, 2020 ist das Jahr, wo ich es rocke. So, das war jetzt meine Sache. Alle anderen Sachen, auch die Coaching-Reise nach Mallorca und, ist jetzt offen. Bitte schaue in die Veranstaltung. So, und jetzt aber, here we go. Was erzählt die Mimik? Was erzählt unser Gesicht, auch wenn wir nicht sprechen? Darum geht es jetzt in dem Vortrag. Ich wünsche dir ganz viel Vergnügen. Ich hoffe, du hast so viel Spaß, wie die Teilnehmer es hatten. Und ja, dann 3, 2, 1 und Action. Und jetzt bin ich sehr, sehr gespannt. Herzlich willkommen bei uns, Silke Fritsche. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Ich gucke erstmal alle so an. Es geht ja heute um Gesichter.
Jeder hat seins mitgebracht. Sehr gut. Premiere. Ich freue mich wirklich sehr. Und das ist nicht nur eine Premiere hier und nicht nur eine Premiere mit diesem Thema, sondern es ist auch eine Premiere, schaut euch mal um, die heutzutage ganz selten ist. Nämlich, dass ganz viele Generationen, so wie es sich auch gehört, in einem Raum sind. Dass wir wieder miteinander verbunden sind und nicht wie die Kastenfrösche alle in unseren Altersgruppen sitzen und glauben, das wäre die Lösung. Denn wir treffen uns zu einer Sprache, die nicht nur diesen Raum verbindet und alle Generationen, sondern die die ganze Welt verbindet. Körpersprache wird in der ganzen Welt gesprochen. Im Grunde genommen sind wir da heute so auch wie ein Friedenschor. Es ist tatsächlich so, in allen Ländern dieser Welt ist die Mimik, die Ausdrücke des Gesichts gleich. In allen Ländern dieser Welt. Jetzt sagt vielleicht der eine oder die andere, nö, ich war schon mal in China und da sahen die Mimikausdrücke deutlich anders aus als in Sizilien. Nein, nur die Ausschläge sind größer. Es gibt das kleine Lächeln, das angedeutete und das große. Aber ein Lächeln könnt ihr überall auf dieser Welt erkennen. Und warum? Warum? Weil wir in unserem Ursprung Körpersprachetiere sind. Wir sind Körpersprecher. Das ist unsere erste Sprache. Es ist die älteste Sprache der Welt. Und das ist jetzt für die eine gute Nachricht, für die andere nicht so, sortiert euch. Es ist die ehrlichste Sprache. Denn es ist so ein bisschen wie zwischen Hase und Igel. Das Wort, ne? Wir sind ja humanistisches Bildungsideal, wir können ja genau formulieren, was wollen wir sagen. Aber die Körpersprache ist immer zuerst da. Also wenn ihr sagt, hallo, ja, da kommt das Wort und da kommt der Tonfall und das Gesicht passt so, das könnte so stimmen. Aber wenn ihr sagt, hallo, eigentlich schon so, mhm. Noch schöner ist er so, hallo. Und der andere grüßt nicht und dann sagt ihr zu eurer Freundin, der hat gar nicht gegrüßt. Warum wohl nicht? Ja, da an der Stelle mal schon, bitte Vorsicht bei erinnerten Erzählungen von Freundinnen, Freunden, Nachbarn. Ihr wart nicht dabei, ihr kennt nur das Was, nicht das Wie. Und das Wie ist der Klebstoff jeder Beziehung. Jetzt fotografiert jemand von draußen. Hallo, Premiere-Gäste. So, also damit herzlich willkommen und ihr seht hier schon, Körpersprache ist der Maßanzug meiner Gedanken, aber nicht ganz. Denn der Gedanke, jeder Gedanke, den wir haben in unserem Köpfchen und wir denken am Tag ungefähr 70.000 Gedanken. Und jeder Gedanke ist wie ein kleiner Magnet. Und dieser Magnet bringt jemand mit. Hast du eine Idee, wen? Nein, macht nichts. Ein kleiner Freund und der heißt Gefühl. Jeder Gedanke zieht ein Gefühl nach sich. Und das dauert genau 100 Millisekunden, bis sich dieser Gedanke, der seinen Freund das Gefühl mit hat, das kann Traurigkeit sein, Langeweile, also Resignation, das kann Freude sein, Begeisterung, Ekel, Wut. Ja, das Repertoire an menschlichen Emotionen ist groß. Und es dauert nur 100 Millisekunden, bis sich das über ein Körpersignal zeigt. Das ist viel zu kurz, dass wir gegensteuern können. Daher kommt es, dass die Großmütter sagen, der Ton macht die Musik. Ganz viel Wissen über die Körpersprache haben wir in der Alltagssprache. Die Alltagssprache ist ein Schatz, ein riesengroßer Schatz an ganz vielen Hinweisen. Hey, hör dir mal die Körpersprache an. Hey, hör dir mal die Körpersprache an. Und dass wir heute und hier einen ganz kleinen Schritt gehen vom Körpersprecher zum Körperleser. Dazu lade ich euch ein. Und es sei denn, jetzt meldet sich jemand, da würde ich dann immer in zwei Formen sprechen, wäre mein Vorschlag, dass wir hier ins Arbeits-Du gehen. Mir hat mir jemand gesagt, die Seele darf man duzen. Ist das okay für euch? Ja, ja.
Ja, okay. Jetzt habe ich mal für alle gesprochen. So, wenn jemand ein Störgefühl hat, dann macht man immer so und dann sage ich du sie. So, das erste Mal mit dem Arbeitsdu bin ich übrigens in Kontakt gekommen, als ich die Antikonflikttruppe für die Fußball-WM, wer erinnert sich noch an die Fußball-WM, die hier auch in Leipzig war? Handzeichen? Ja, doch ein paar, genau. Und da wurde damals sozusagen die erste friedliche Polizeitruppe ausgebildet und da wurde ich dazu geholt, um den, sozusagen die Körpersprache, aber auch das Sprechen beizubringen. Das war anspruchsvoll. So, also 100 Millisekunden, meine Lieben. Und das sind die Ausspielwege der Körpersprache. Da wird jetzt einer denken so, okay, YouTube, Instagram und... Nein, der Körper macht das anders. Der Körper macht das über die Mimik. Und das ist heute unser Thema. Ich möchte nur der Vollständigkeit halber nochmal klar machen, wie groß der Bereich ist. Wenn du hinten nicht gut sehen kannst, stell dich einfach hin. Ja, bei mir gibt es keinen Sitzzwang oder ihr kuschelt euch dann nochmal ein. Also ihr könnt euch auch vielleicht nicht in der ersten Reihe, aber in den hinteren Reihen auch immer mal hinstellen, wenn es nicht gut zu sehen ist. Also die Mimik sind alle Erscheinungen im Gesicht. Das ist heute unser kleiner gemeinsamer Ausflug in die Körpersprache-Schule. Zweite Geschichte, die Gestik, Sprache der Hände. Da werden wir uns am 21., da habe ich schon Anmeldungen, aber es sind auch noch Plätze frei. Wer möchte irgendwie, kann sich dann für den nächsten Termin anmelden. Geht es, was sprechen eigentlich unsere Hände? Was ist deren Job? Die haben nämlich bei uns eine Festanstellung. Der andere so Gesichtsausdruck so, echt? Hallo? Na dann komm rein. Gut. Also wir müssen nach draußen auch bescheiden das nächste Mal. So, dann die Körperhaltung. Ganz wichtig, Körperhaltung kommt von Halt, Freunde. Wenn ihr keine gute Körperhaltung habt, klappt es in vielen Dingen nicht. Ja? Wenn ihr eingeknietscht seid, klappt das auch nicht beim Lächeln. Auch die Hände wissen sie nicht mehr, was sie machen sollen, weil die sind nicht in Arbeitspool-Position. Ihr könnt nicht richtig atmen, was für die Stimme wichtig ist. Und. Also deshalb, da sehen wir uns ja am 30., wer kommen will, das ist die Haltung. Dann gibt es den Körperabstand. Wie viel Abstand nehmen wir zueinander ein? Das werden wir bei der Körperhaltung mit ansatzweise behandeln. Und den Tonfall. Und den Tonfall habe ich heute, ich habe einen Podcast, wer das noch nicht weiß, kann da gerne reinhören, das ist kostenfrei. Diese Rubrik behandelt die Stimme. Ne? Eine Stimme, eine gute Stimme macht erfolgreicher und zwar zeigt sich das auch auf dem Gehaltszettel, gibt es Studien, dass man mit einer guten Stimme bis zu 25% mehr Geld verdient. Nicht schlecht damals, ja, die Männer jetzt so, der eine so und der andere. Ist schön, ja, sofort, schon umgerechnet, okay, jetzt Stimmtraining. So, das sind im Grunde genommen unsere Ausspielwege. Also wenn wir über Körpersprache sprechen, sprechen wir über die Sprache des Gesichts, der Hände. Wir sprechen über die Art, wie wir gehen, stehen, liegen, auch schlafen gehört dazu. Über die Körperhaltung. Wir sprechen über den Abstand. Ja, wie nah gehe ich an jemanden ran oder nicht. Da gibt es übrigens 4 Persönlichkeitstypen. So ganz grundsätzlich, die einen mögen es ein bisschen kuscheliger, die haben sogenannte Kontaktgesten. Und dann gibt es andere Persönlichkeitstypen, für die ist ein Anfassen wie eine Art Stromschlag. Und wenn diese beiden Persönlichkeitstypen aufeinanderstoßen, ne, hier vorne wird schon genickt, da wird es immer, also als Betrachter wird es schön, für diejenigen, die dann miteinander zu tun haben, ist nicht so schön, weil der eine zuckt immer und geht ein Stück zurück. Was meint ihr denn, was der andere macht? Der geht hinterher, genau, nur den kriege ich. So, und deshalb ist ein guter Körpersprecher, wird auch zu einem guten Körperleser. Und wenn er das geschafft hat, wird er zu einem hervorragenden Körperübersetzer. Und dann, oh Wunder, brauche ich viel weniger Worte. Denn wir brauchen oft Worte, um Missverständnisse zu erklären. Und bei dem Tonfall, ich hatte jetzt am Samstag Geburtstag, und da waren wir beim Gospel. Und da haben 2 Chöre gesungen. Und das war für mich super spannend. Weil, war jemand zufällig auch beim Gospel? Jetzt am Samstag? Sehr schön, genau. Du wirst es ja gesehen haben, 2 Chöre. Ich mache jetzt so, weil das sozusagen auch den Raum zeigte. Der eine war sozusagen, im Rock würde man sagen, die Vorband. Und die waren ganz toll. Das war aus Leipzig so ein Gospelchor. Und die haben beide Chöre und die anderen waren aus New York. Und beide haben ein gleiches Lied gesungen. Und der Unterschied war frappierend, weil die Stimmen waren toll. Was war der Unterschied? Der Unterschied war, ist das hier, hält das? Wollen wir gleich sehen. Okay. Könnt ihr mich jetzt besser sehen hinten? Weil ich muss sehen, dass die Köpfe nicht so einen Halsstachel kriegt.
Der Unterschied war folgendes. Der deutsche Chor sang, mal bis mal eine, und die war wunderbar, die sang Amazing Grace. Und dann kam die aus New York. Die war nicht so, ja, bist du so denkst, so, wow, Gospel, ne? Das war auch ein zartes Persönchen, aber was machte die? Die machte Amazing Grace. Also was machte die? Die hat ihren Körper eingesetzt, Freunde. Und das ist das, was wir fast ein Stück verlernt haben. Manche nehmen den Körper als Transporteur ihres Geistes, ja, um ihren Kopf irgendwo hinzutragen. Ja? Also wenn ich an der Universität in Zürich bin, und da war ich mal zu so einem Tanzabend, den ich jetzt eingeladen, das ist spannend, wenn dort getanzt wird. Das kann auch gefährlich werden. Das ist eine völlig unkoordinierte Bewegung. Ist ja klar, weil der Körper sagt dann, was soll ich heute tun? Ich bin eigentlich nur in Festanstellung, um den Kopf zu transportieren. Aber wenn ihr sprecht, wenn ihr Kraft, ihr braucht euren Körper. Und dazu möchte ich euch auch einladen, den wieder viel mehr zu gebrauchen. Okay? Das Atmen kommt hierher oder hierher. Ich habe meine Sprecherzieherin, die hat das immer hier erklärt, da dachte ich mir noch, und der Rest? Das ist der Unterschied. Und deshalb würde ich euch diesen Herrn jetzt mal zeigen, denn wir sind jetzt in diesem ganzen Bereich Mimik und ich will euch einfach sagen, diese 100 Millisekunden können sich in einem großen Körpersignal zeigen oder in einem kleinen. Und mal sehen, ob ihr das hier erkennt. Was gesehen? Okay, ich höre ein Ja, Nein, deshalb haben wir es gleich nochmal gemacht. So, pass auf, jetzt mit rotem Pfeil. Schaut mal. Zack, gesehen? Das ist eine Antwort, die hat er ganz viel erzählt. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass ihr den anderen anschaut, wenn der redet. Weil alles, was jetzt danach kommt als Worte, ist jetzt gar nicht mehr wichtig. Er hat ja schon geantwortet. Deshalb nochmal, die Körpersprache ist viel schneller. Und deshalb sind hervorragende Schauspieler auch keine, die einen Text lernen. Also das ist natürlich günstig, wenn sie ihn auch noch können. Sondern wenn sie sich in diese Rolle reinfühlen. Und wenn jemand ehrlich zu euch spricht, spürt ihr das. Immer. Immer. Und immer. Kinder haben dafür ein ganz feines Gefühl. Aber wir auch. Bei manchen liegt es nur ein Röschen Schlaf. Hallo, Gefühl. Nein, ich bin ein ganz sachlicher Mensch. Ich habe gar nicht so viele Gefühle. Das sind dann die, wo es richtig brodelt. Also wenn jemand sagt, ich habe keine Gefühle oder ich habe das ganz sachlich gesagt, das könnt ihr schon einen Haken dran machen. Das gibt es nicht. Solange wie wir atmen und leben, haben wir Gefühle. Und das ist gut so. Als wenn da jetzt jemand so sagt, wieder so ein Mist. Nein, das ist gut so. Denn Gefühlsintelligenz ist die eigentliche Intelligenz des Menschen. Es ist toll, dass wir viel wissen. Es ist toll, aber ganz ehrlich, es ist nur die halbe Miete. Die Körpersprache ruft die Herzensintelligenz wieder auf und man weiß, wer körpersprachlich gut sprechen kann, der ist nicht nur sehr im Vorteil, sondern der lebt auch glücklicher und erfolgreicher und erfüllter. Ich finde, das ist 3 zum Preis von einem, da würde ich mal drüber nachdenken. So, und so sieht es aus, wenn die größeren Mimiken sind. Ne? Bei Lafontaine habt ihr halt gesehen, das erkläre ich euch dann nochmal, was das gehießen hat, ne? Speichert es jetzt mal ab. Und hier sieht man so die größeren Gesichtsausdrücke. Und da wird sich so ein bisschen gestritten in der Wissenschaft, so zwischen 2.000 und 3.000 Gesichtsausdrücke kann man machen. Ja, mit so vielen Arten kann man darauf reagieren. Und was wir jetzt mal machen, ist ein ganz, ganz kleiner Quiz, Mimik-Quiz. Wir mal gucken irgendwie, welche Emotion zeigt das? Richtig. Also wer jetzt sagt, ich weiß es nicht genau, da müssen wir jetzt doch mal ganz ernstes Wort reden, Freunde.
Ja, Freude. Seid ihr einverstanden? Ist jemand gegen Freude? Sieht jemand heftige Trauer? Okay, gut. Was seht ihr hier? Das ist schon schwieriger. Zweifel. Hm? Guck nochmal genau hin. Skepsis. Gleichgültigkeit. So, guck mal, jetzt wird es schon spannend. Gleichgültigkeit, Skepsis, was war das Erste? Zweifel. Wir würden auf Gleichgültigkeit anders reagieren als auf Skepsis, richtig? Deshalb ist wichtig, dass wir wieder lernen, das zu lesen. Denn was wir hier sehen, ist das. Aha. Ja, das ist hier gut zu sehen am Mund. Gucken wir mal weiter. Also die Hälfte kriegt jetzt schon Eintrag im Mutti-Heft, ist klar, ne? Was ist das? Ja, komisch, da seid ihr euch wieder ganz einig. Das ist richtig. Was ist hier sozusagen, was sind zwei Merkmale von Wut? Weil Verachtung ist schon ein bisschen schwieriger zu lesen. Aber was sind zwei Merkmale von Wut? Sehr gut, Augen zusammengekniffen, sagt sie, genau. Weil, warum, da kommen wir dann noch drauf zu sprechen. Augen zusammengekniffen, das würde ich dann gerne, vielleicht wisst ihr es dann auch schon selber, von euch wissen, wenn wir uns das Gesicht dann mal genauer anschauen. Was machen wir hier? Zack, die Augen sind eine wichtige Sache. Sehr gut erkannt, was noch? Richtig. Ne? Mund ursprünglich aus dem Urschlund, sonst werden die einen oder anderen sagen, Gott sei Dank ist sie nicht Malerin geworden. Genau, der Mund. Ursprünglich der Urschlund ist zum Aufnehmen von Informationen und zum Abgeben, aber Achtung, nicht nur von materiellen Informationen, ne? Bratwurst, vegane irgendwas, sag ich gerade, ich esse vegan, was auch immer, sondern es ist auch zum Aufnehmen von geistigen Informationen. Wenn euch etwas nicht schmeckt, was der andere sagt, sagen wir auch, ne? Das schmeckt mir nicht so. Ja? Und ihr kaut auf was rum, manche kauen so rum, da kannst du richtig zucken, wenn die Wangenknochen so malmen. Manche noch nach zweiter, hört gar keiner mehr da, malmen zweiter. Ne? Das kann richtig, also der Mund bei der Wut ist so dicht geschlossen, dass er sagt, hier kommt nichts mehr rein und nichts mehr raus. Okay. Gut. Was ist das? Erstaunen, was noch, lauter? Erschrecken. Erschrecken? Sehr gut. Stell dich mal hin. Der Applaus gehört diesem Mann. Applaus. Sehr, sehr gut. Genau. Das ist klassische Überraschung. Und das erkennt ihr eben an dem... Jetzt haben wir eine schöne Kombination zwischen Augen und Mund. Nämlich, was der Gesichtsausdruck sagt, und das nochmal jetzt so zu unserer unfassbar intelligenten Spezies, sagt unser Gesicht hier Folgendes. Der Informationsbrocken ist so groß, dass ich den über die Augen nicht mehr aufnehmen kann. Die Augen sind zuständig für die Aufnahme von Informationen. Und deshalb lasse ich noch den Mund offen stehen, damit noch was reinpasst. Ja? Das könnt ihr auch gut sehen. Ihr könnt so ein Gesicht gut sehen bei kleinen Kindern, wenn sie das erste Mal eine Giraffe gesehen haben. Ne, wenn die so im Zoo. Ne, könnt ihr so, wenn die so gucken, dann gucken die von hier und so. Die können gar nicht, dass das Tier nie endet. Das ist ja für die Mount Everest Minimum. Beim Fußball könnt ihr das gut sehen. Ne, wenn so, ne? Oh mein Gott, Spannung. Und das ist, warum, das habe ich noch nicht. Wenn das mal jemand rauskriegt, bitte mich anrufen. Das ist so ein Special von uns Frauen, wenn wir uns verplappern. Herrlich, ich liebe das bei Empfängen, wenn die dann so ganz in ihrem Roben sind und ganz schick aussehen und ganz fein. Und dann verplappern sie sich. Weißt du ja schon, von der Schmitten, ne? Der ist fremdgegangen. Was, mit wem denn? Na, mit der Luise. Das wollte ich gar nicht sagen. Also was machen die? Die nehmen die Luise und stecken die zurück in den Mund. Ich finde, wir sind eine sehr intelligente Spezies. Und wisst ihr, was das Verrückte ist? Wenn ihr im anderen Ende von dem Raum seid und macht so, ihr seht das, ihr wisst genau, was passiert, richtig? Immer noch so, die hat was rausgerutscht, die hat was gesagt, was sie nicht sagen wollte. So, also, unser Freund, die Überraschung. Richtig, genau. Und jetzt macht mal Folgendes. Schließt einfach mal kurz die Augen. Stellt mal meine Füße auf den Boden, schließt mal die Augen.
Genau, kommt mal in Ruhe an. Mal die Schultern hoch, einatmen und durch den geschlossenen Mund aus. Genau, nochmal ein. Schulter ein bisschen hoch. Kurz Luft anhalten und die Schulter nach hinten unten senken. Aus. Sehr gut. Lass die Augen einen Moment geschlossen. Alle haben die Augen geschlossen. Und jetzt geht mal mit eurer Aufmerksamkeit in euer Herz. Genau, guckt mal, ob es schlägt. Lächelt's mal an. Hey, hallo. Schön, dass du dich so um mich kümmerst jeden Tag. Bleibt mal kurz da in der Aufmerksamkeit. Und jetzt lasst mal ein Gesicht oder mehrere aufsteigen, wo ihr sagt, das sind Lieblingsgesichter von mir. Ich liebe diese Gesichter, ich liebe diesen Menschen. Und jetzt lasst es mal wie so ein kleines Karussell an euch vorbeifahren. Dieses Gesicht und dieses und dieses. Und wenn ich bis drei zähle, bleibt ihr einfach mal bei irgendeinem eurer Lieblingsgesichter stehen. Eins, zwei, stopp. Und jetzt guckt es euch mal an, lasst die Augen geschlossen. Vor eurem inneren Auge betrachtet euch mal dieses Gesicht. Die Gesichtsform, die Augen. Schaut, wie dieser Mensch euch anlächelt. Betrachtet es mal. Sehr gut. Und jetzt atmet tief ein. Mal die Arme nach oben strecken. Streckt euch mal ganz nach oben. Okay, und aus und kommt wieder zurück. Uff. Sehr gut. Und jetzt habe ich eine Frage. Das Gesicht, was ihr gesehen habt, wie oft gibt es das in der Welt? Ein einziges Mal, es ist einzigartig. Und die nächste Frage ist, ist es ein Gesicht, was absolut perfekt ist? Es ist für euch perfekt, richtig? Es ist euer perfektes Gesicht. Genau. Und das ist auch das, was die Mimik ist. Das ist das, was unser Gesicht ist. Und warum sage ich das? Weil ihr ein Gesicht liebt, was vielleicht nach irgendwelchen Statistiken vielleicht nicht das ideale, perfekte Gesicht ist. Aber eine Statistik hat sowieso nichts mit eurem Leben zu tun. Mit meinem auch nicht. Und deshalb möchte ich, dass wenn ihr heute Abend nach Hause geht und steht vorm Spiegel und findet wieder irgendwas. Mädels, ich gucke euch besonders streng an. Männer sind da weiter an der Stelle. Ich habe manchmal so einen Bauch, dann machen die sind clever, dann machen die so und sagen, ich sehe noch die Zehenspitzen, alles in Ordnung. Wenn ihr euch heute Abend anschaut, dann schaut euch mal an mit diesem Blick, mit dem ihr jetzt gerade euer Lieblingsgesicht angeschaut habt. Eins der Gesichter, was ihr so liebt. Und erinnert euch mal, dass euer Gesicht es nur einmal auf dieser Welt gibt. Ihr seid ein Unikat. Und dass ihr anfangt, das zu feiern. Weil dann passiert das, was ich jetzt gerade sehe. Eure Augen verändern sich. Da kommt mehr Wärme rein und Liebe. Und das ist genau das, was sich über die Mimik überträgt. Das ist genau das, was jedes Gespräch, jede Begegnung schöner macht. Übrigens bloß mal ein kleines PS, deshalb sind wir eigentlich auf der Welt, damit es uns gut geht. Nur mal kurze Anmerkung. Und wenn wir gegen uns selber kämpfen, können wir nicht mit anderen im Frieden sein. Richtig? Und da gucke ich jetzt die Männer an, ihr könnt 1000 Schlachten schlagen, wenn ihr nicht die Schlacht gegen euch selbst gewinnt. Okay? Ihr habt heute Aufträge. Wenn ihr als Paare hier seid, geht erst der eine ins Bad und dann der andere. So, genau. Und was sehen wir hier noch als letztes im Quiz? Wo war's? Sehr gut. Wer hat's erkannt? Handzeichen? Sehr, sehr gut. Genau. Woran seht ihr das? Ja, genau, diese hochgezogene Lippe, ne, und die Augen werden kleiner. Was das mit den Augen alles zu tun hat, das besprechen wir jetzt gleich. Und ich habe euch gesagt,
Die Mimik hat eine Gemeinsamkeit in allen Ländern, aber es geht auch durch jede persönliche Vita. Denn die Mimik ist gleich vom ersten Augenblick an bis zum letzten unseres Lebens. Egal in welchen Nationen. Und ihr könnt sie überall erkennen, richtig? Das ist die mächtigste Sprache, die ihr besitzt, die Körpersprache. Das andere ist ein zusätzliches Geschenk, wie ihr formulieren könnt, dass ihr rhetorisch gut seid. Das ist okay, aber wenn ihr keine Herzensbildung habt, dann setzt da an und kümmert euch drum, weil Körpersprache ist etwas, was, das fängt, also jetzt wird es immer mehr gelehrt, aber in der früheren Ausbildung war das noch nicht drin. Denn das ist die wichtigste Sache. Ob ihr sitzt, ob ihr steht, ob ihr euch begegnet. Das Gesicht ist eure erste Visitenkarte. Und drei Tipps, wie ihr sympathischer wirkt. Dazu sage ich noch was am Ende des Vortrages, dass ihr sozusagen diese drei Sachen schon mal in der Tasche habt heute. Und das aber jetzt erstmal nicht zu vergessen, dass ihr seid da in der, wie soll ich sagen, wir warten ganz oft darauf, dass wir reagieren. Der andere soll lächeln, dann lächle ich auch. Mut zum Erstlächler. Ihr seid hier Premiere-Gäste. Ich gebe euch das jetzt als Aufgabe mit, dass ihr Erstlächler werdet. Wisst ihr, was ihr da verliert? Nothing. Nichts. Ja, es wird im Leben ein bisschen schöner. Wer jetzt sagt, oh, das, da muss ich mich erst drauf einstellen, dann fangt nächste Woche an als Erstlächler. Ja, können wir ein bisschen reflektieren über diesen unerwarteten Zugewinn an Lebensfreude. So, Körperlesen, Teil 1, das Gesicht. Jetzt gucken wir uns das mal hier ein bisschen genauer an. Warte, kann ich das ein bisschen dunkel machen? Dunkel? Siehst du? Das ist wie Alexa. So, könnt ihr das sehen? Ja, nein, vielleicht? Nein, ja, was denn? Gut. Dann frage ich mal hin, kannst du eine Lösung finden für dieses Problem? Oder möchtest du es gerne noch ein bisschen beschreiben? Okay. Ansonsten sich auch mal wirklich hier zur Seite stellen oder hinstellen, alles gut. Okay, höher kriegt man das auch nicht, oder? Freunde? Kriegen wir das ein bisschen höher, dann klettere ich hier hoch. Sehr gut. Okay. Ja, ich halte. Jetzt. Ben, zieh mit. Ein Bein verloren. Das ist bei der Körpersprache übrigens eine sehr schwierige Konstellation. Müsstet ihr durch viel Lächeln ausgleichen. Ja, viel besser. Könnt ihr es jetzt sehen? Ja, nein? Okay. Das ist übrigens, vielen Dank für eure Hilfe, sehr schön. Das ist übrigens auch was ganz Wichtiges. In der Körpersprache sieht man auch, ob jemand lösungsorientiert ist oder nicht. Da gibt es eine, wir müssen nochmal nachgucken, ich weiß jetzt aus dem Stand nicht, wer das gesagt hat, aber ich weiß, dass dieses Zitat immer so ein bisschen ambivalent wirkt, so ein bisschen, aber ich mag es. Deshalb sage ich es auch. Und zwar heißt dieses Zitat, mit 20 hast du das Gesicht, was du geerbt hast, mit 40, was du draus gemacht hast und mit 60, was du verdient hast. Was heißt das? Das heißt, dass die Gefühle, die wir haben, sich in unser Gesicht eingraben. Und Fältchen und Falten kriegen wir eh, das ist ja auch nicht das Thema. Aber Lachfalten sehen irgendwie besser aus, oder? Dran arbeiten. Okay, geht los, so, klettern. Freunde, ich weiß, was ich mache. So, da ist er. Also, könnt ihr es jetzt, ich gehe vielleicht mal nach hier. Besser? So, da wurde ich spontan zu Linkshänderin. Probieren wir. Also, grundsätzlich teilt sich unser Gesicht, das ist jetzt eine kleine Gesichtslehre, in drei Teile. In diese Kernteile, komischerweise nicht Nase, sondern in den Stirnteil, Auge, beziehungsweise Augen und in den Mundbereich. So. Also, wir fangen mal an. Wir haben vorhin gesehen bei La Fontaine, hier diese Falten, die kurz, ne, die senkrechten Falten, die kurz miteinander sprachen.
So, jetzt, das ist jetzt was für Menschen, die gerne Logik mögen. Wenn ich diese Fältchen zusammenziehe, wird da der Augenbereich größer oder kleiner, Freunde? Kleiner. Kleiner, richtig, sehr gut. Und was bedeutet es, wenn das Körpersprachetier Mensch die Augen kleiner macht? Ja, sehr gut. Ja, sagte zu, dass man weniger sieht, kann das stimmen? Yes, das ist genau die richtige Antwort, weil wir sind Körpersprachetiere. 80% aller Sinneseindrücke gehen übers Auge. 80% aller Sinneseindrücke gehen übers Auge. Wow. Das haben wir auch in der Alltagssprache, denn wir sagen, ich glaube das nur, wenn ich das mit... Wenn ihr sauer seid, dann sagt ihr den... Sehr gut. Genau, das ist gleich die Trick, genau. Das ist herrlich, ich brauche eigentlich gar nicht mehr reden. Das ist auch das erste Wort und ich mache zu Ende. Okay. Und wenn ihr jemanden ignoriert, dann sagt ihr den... Den will ich nicht mehr sehen, den gucke ich nicht mehr an. Warum sagen wir das? Warum sagen wir nicht, für den hebe ich nicht mehr die kleine Zehe? Warum? Weil die Augen sind tatsächlich, wie man poetisch sagt, das Tor zur Seele. Hat sich schon mal jemand verliebt, ohne den anderen vorher angesehen zu haben? So nach der Heirat, so, wer ist das jetzt hier eigentlich? Stell dich mal hin, ich kenne das doch gar nicht. Also anschauen, ne? Anschauen, flirten, ist der Blickkontakt elementarer Bestandteil, richtig? Ja? Für einige ist es eine Überraschung, so, ach, deshalb war es ein bisschen so. Genau. Also, so, und das heißt, wenn ich als Augentiermensch mein Blickfeld kleiner mache, welches Gefühl drücke ich damit aus? Was tue ich? Sehr gut, ich fokussiere mich. Ich gehe ein Stück raus aus der Außenwelt. Ihr habt es gesehen, bei Überraschung macht jemand große Augen. Haben wir auch in der Alltagssprache, da hat jemand große Augen gemacht. Heißt, er war überrascht. So, hier heißt das. Ich gehe eher nach innen, ich muss über was nachdenken. Und das ist ein Zeichen von zum Beispiel Skepsis. Nachdenken. Grübeln, die hat auch einen Namen, diese Falte, die heißt manchmal auch Grübelfalte. Ja? In der Schule bei Kids sieht man das manchmal, wenn die so versuchen, die Zahlen irgendwie zusammenzukriegen. Da muss ein Ergebnis hin. Ne? Genau, also, und wenn ihr das seht in der Kommunikation, jemand macht diese Falten beim Zuhören, redet, was machen wir dann? Wie sollten wir reagieren? Yes! Die Frau hat sich vorbereitet. Pause! Und was machen wir aber ganz oft? Wir kommen in den Überzeugungsmodus. Doppelt so schnell, sehr intensiv, dranbleiben. Dann wird aus diesem zarten Zucken so, und dann denken wir, jetzt erst recht. Ja, den kriege ich. Also, Pause lassen, weil das bedeutet nicht, ich bin gegen dich, sondern das bedeutet, ich schaue jetzt gerade mal ein Stück in mich selber rein. Das kann auch sein, der hängt an irgendeiner Formulierung fest. Ich habe es nicht genau verstanden. Okay? Gut, sehr gut. Ihr macht das gut. Das ist schon fürs nächste Mal, ja? Abteilung Geste, was heißt das? Top. Top, genau. Das ist übrigens eine universelle Geste, weil Gesten sind nicht in jedem Land gleich, anders als die Mimik. Okay? Gut. Aber hier könnt ihr erstmal nichts falsch machen. Also deshalb go for Mimik. Genau, jetzt kommen wir zu den anderen Falten. Ich mache die mal mit einer anderen Farbe. Und zwar die hier. Die haben wir ja auch bei der Überraschung gesehen. Mal gucken, ob ich da nochmal zurückkomme. Ja, bitte. An. Wir morgen anfangen mit denen zu reden. Zurück. Seht ihr die Falten? Genau. Was passiert mit dem Augenbereich? Oh, schon mit, ist herrlicher.
Da haben wir mal bei RTL, ich habe, glaube ich, für RTL, ID, weiß ich nicht mehr, eine Aufnahme gemacht, das ist so süß, ja. Und dann mussten wir das 5-mal machen, weil der Kameramann immer mitgeraten hat, aber der war ja im Ton und der immer, der war dann so mit drin, der so, das heißt das, und so, und immer, pst, wir müssen es nochmal machen. So, und ist nur, weil Emily, sie macht hier die Fotos, und ganz, ganz süß, und sie redet jetzt auch schon mit. Okay, genau, die waagerechten Falten. Also, das Augenfeld wird größer, richtig? Welche Emotion hängt dran? Was sagt das Menschenkind? Aufmerksamkeit. Und was heißt das für mich, wenn ich mit jemandem, der große Augen hat, kommuniziere? Mehr Information. Sehr gut. Mehr Information. Genau das. Also, wenn jemand vor euch sitzt und macht große Augen, dann bedeutet das nicht, dass er noch dreimal nachfragt. Der sagt dann einfach, ich bin bereit, Feuer frei. Dann könnt ihr das machen, reden, reden, reden. So. Das will ich auch hören. Das ist übrigens auch was ganz Wichtiges in der Körpersprache. Wenn einer dem anderen was zuflüstert, also wenn ihr auffallen wollt, macht das, weil da geht sofort die Aufmerksamkeit hin. Was hast du gesagt? Du musst dein Gesicht unter Kontrolle kriegen. Okay. Also erstmal musst du gar nichts. Guck, ich habe hier schon eine Karte für dann. Ich schenke dir jetzt diese Karte. Da kannst du dich einfach ans Lächeln erinnern. Ich schenke dir jetzt ein Lächeln. Gerne. So, also, das ist genau das, was viele versuchen. Danke, dass du das gesagt hast. Wie heißt du? Melanie. Die Melanie, genau. Danke, dass du es gesagt hast, weil das ist genau das, was viele versuchen. Macht es nicht. Kriegt nicht euer Gesicht unter Kontrolle, sondern schaut euch eure Gefühle an und lasst sie wieder frei. Welche habt ihr denn eingesperrt? Ja? Es geht darum, dass wir unsere Gefühle stimmig bekommen. Körpersprache hat ganz viel zu tun mit authentisch sein. Weil ihr seid so klug. Und zwar sagt euer Bauchgefühl immer, ob der Mensch, der vor euch steht, es so meint. Und nicht, weil es euch beteuert. Ihr könnt es spüren. Ihr spürt es. Und ihr spürt es, wenn das gesagte Wort und die Körpersprache miteinander stimmig sind. Wenn die übereinstimmen. Wenn ich zum Beispiel sage, komm her, dann stimmt es nicht überein. Ich sage das und mache das. Diese großen Gesten, die machen uns auch nicht verrückt, die können wir lesen. Aber diese kleinen, wo wir nicht genau wissen. Und dann habt ihr ein Störgefühl und dann denkt ihr so, naja, auf der anderen Seite irgendwie ist auch ganz nett oder sie ist ja auch ganz nett. Und dann blablabla. Nee, hört auf diesen ersten Instinkt. Absolute Empfehlung. Hört, fangt wieder an, es zu üben. Werdet wieder Körpersprache sensibel. So, also hier diese Geschichten. Also das heißt hier nicht Skepsis und Nachdenken, sondern wenn ihr das macht, macht das mal selber, macht mal große Augen, wie sich das anfühlt. So, das ist jetzt auch herrlich. Und jetzt merkt ihr auch Folgendes. Was macht ihr oft? Weil bei einigen jetzt plupp und andere so, warte, wie ging das? Ist noch alles da? So, wir haben natürlich auch Lieblingsgesichtsausdrücke. Ne? Und da könnt ihr mal vom Spiegel auch miteinander üben, mal ein bisschen Spaß machen. Lernt euer Gesicht kennen. Das ist eins eurer wichtigsten Schätze. Ne? Manchmal irgendwie beschäftigen wir uns mit irgendwelchen Schuhen, Klamotten, Büchern, Autos putzen oder irgendwie noch die dritte Serie gucken. Guckt doch mal euer Gesicht an. Den musst du mal bei der Schönheitschirurgie retten. Ja, aber das ist auch wirklich so der Fokus. Wo gucken wir hin? Und meine Empfehlung wäre, guckt zu euch, bleibt bei euch. Wie jemand anders seinen Lebensweg geht, ist die Entscheidung von einem anderen Menschen. Und du kennst niemals die Geschichte hinter einem Menschen. Manche sind wirklich krummelig oder was auch immer. Aber du kennst nicht die Geschichte. Du weißt nicht, was passiert ist. Ist gerade jemand gestorben? Hasst sich dieser Mensch so selbst, dass er gerade mit sich... Du weißt es doch nicht. Du weißt es nie. Aber was du immer weißt ist, also ich weiß es zumindest, man hat mit sich selber genug zu tun. Ja, das sind immer irgendwelche Sachen, wo man sagt, bevor ich mich über den anderen ärgere, arbeite ich erstmal an mir. Ich habe zum Beispiel meine Ungeduld zu tun, mittlerweile seit 12 Jahren, und es wird langsam besser. Meine Ungeduld und ich. Ja, lasst uns bei uns bleiben. Wäre mein Vorschlag. So, also heißt das hier, Aufmerksamkeit, große Augen. Und das heißt für euch, go for it. Also, sprich weiter.
go und bei Skepsis stop. So, nächste Frage an euch. Guter Blickkontakt wird uns ja immer gesagt, ne? Beim guten Tag sagen. Was hat die Mama gesagt? Warum? Hat sich das jemals jemand gefragt? Wenn du guten Tag sagst zu dem anderen, schau den anderen an. Da könnte man eigentlich immer rückfragen und sagen, warum? Macht man nicht als Kind, ist klar. Aber jetzt mal so später. Das ist angenehmer. Bewusst wahrnehmen. Ja, aber warum? Ja, das ist das, was, richtig? Das ist das, was wir schlussfolgern, richtig? Wenn man sich gegenseitig in die Augen schaut, ist das die einzige Möglichkeit, dass man sich gleichzeitig sieht. Das ist sehr klug, was du sagst. Denn ohne Worte bedeutet das erstmal Folgendes. Ich anerkenne deine Existenz. Völlig wertneutral. Ich sage erstmal, ich sehe, dass es dich gibt. Deshalb bestrafen wir andere auch, indem wir sie nicht angucken. Das ist eine Strafe, wir wissen das, weil wir negieren damit die Existenz. Du bist für mich gestorben, heißt das in der Übersetzung. Deshalb ist guter Blickkontakt, lebendiger Blickkontakt, das größte Geschenk, was ihr machen könnt, dem anderen, den erstmal zu sehen. Und was ist hier guter Blickkontakt? Also gut, was meine ich mit gutem Blickkontakt? Ihr geht zum Beispiel aufeinander zu, um guten Tag zu sagen. Hier geben wir die Hand, woanders wird gewinkt oder umarmt, gibt Länder oder gibt es Zungenkuss. Aber jetzt für hier. Deine so, ja, also wo? Sag ich dir später. Ja, da war er wach, du. Zack, große Augen. Wo war das? In einem fernen, fernen Land, jenseits dieser Zeit. Also, guter Blickkontakt. Ihr geht auf jemanden zu, sagt guten Tag. Und ihr macht ja nicht Folgendes. Ihr sagt ja nicht, Tag. Na, ihr guckt ja erstmal an. Wie lange? Wie lange, schätzt mal, wie lange ist guter Blickkontakt? Was sagst du? Wie heißt du? Der Mann neben Melanie? Wie heißt du? Ich bin der Sigi. Du bist der Sigi. Hallo Sigi. 3 Sekunden. 3 Sekunden. Was sagst du? 5 Sekunden. Was denkst du? Eine. Was denkst du? Auch eine? 3. Eine Sekunde. Für die Männer ist es so, eine muss wirklich reichen. Was sagst du? 3 Sekunden. Okay. Ist jemand komplett anderer Meinung? Jemand eine zusätzliche Meinung? Okay. Wir haben sozusagen zwischen 1, 3, 4 Sekunden. Eine Sekunde guten Tag sagen ist, kommst du mal zu mir, Monique? Könnt ihr uns hier sehen? Du musst mit hoch. Komm, hopp. Hopp, hopp, hopp. Genau. Eine Sekunde guten Tag. Lass mich schon die Hand so. Eine Sekunde Blickkontakt ist das. Tag. Fühlt ihr euch wohl? Ja, nochmal? Muss schneller sein, das ist so wie zieht die Waffen. Also, und tack. So ein bisschen wie Comedy. Das ist übrigens auch die Wurzel von Comedy ist, dass das, was gesagt wird und das, was gemacht wird, nicht übereinstimmt. Ne? So dieses romantisch kennenlernen. Tag, fertig. Tschüss. Ja? So, also das mit der 1 Sekunde, das wird mir jetzt mal nach hinten stufen. Okay, das ist ja effektiv, wenn man es ganz eilig habt. Oder könnt jemand gar nicht stellen. Tack. Tock, tock. 3 Sekunden wäre das. Zählt mal laut mit. Ihr zählt? 1, 2, 3. Passt? Passt. Sehr gut. Das ist genau richtig. Wer das gesagt hat, Treffer und versenkt. Vielen Dank. Applaus für Monique. Und zwar ist das tatsächlich von Region zu Region verschieden. 2 bis 4 Sekunden ist guter Blickkontakt. Das heißt, nicht auf den anderen zustürzen. Ja? Das Interessante ist, auch die Männer das sagen, das ist so effektiv. Ne? Wir müssen jetzt nicht so viel mit diesem Rumgekramschel hier machen. Es ist so, erst begrüßt das Auge. Das ist übrigens auch bei Vorträgen so. Das machen ganz viele falsch, wenn ich Präsentationscoaching gebe. Die denken, das Coaching beginnt in diesem Moment, wenn die Folie angeht. Nö. Wenn ihr zum Kaffee eingeladen seid oder zum Kuchen, beginnt das ja auch nicht das Treffen, wenn ihr die Gabel schon drin habt. Manche gucken so, nee, Freunde. So, also 2 bis 4, bitte ein bisschen ruhiger ran. Und jetzt wird es spannend. Was passiert denn, ne, Augentiere, 4 bis 6, ist dann schon eine Sperre, 2 bis 4. Was passiert hier bei 4 bis 6, in diesem Übergang? Ja,
warum? Was passiert da? Welche Gefühle? Also hier, 2 bis 4, ist so dieses, das bedeutet, wenn man das sprachlich übersetzen würde, ich anerkenne deine Existenz. Ist ganz neutral. Was ist, wenn wir jetzt auf die 5 oder 6 zulaufen? Und zwar in welcher Form? Warte, wer spricht? Gibt man ein Zeichen? Sehr gut, stell dich mal bitte kurz hin. Hi. Hi, wer bist du? Christine. Hallo Christine, schön, dass du da bist. Okay, was? Ich denke einfach, man fängt dann an zu bewerten. Und dann halt wirklich in dem Sinne, finde ich den toll, finde ich den nicht toll, wo ordne ich den ein? Genau. Und jetzt stell dir vor, du stehst an der Kreuzung. Alle denken mit Christine. So, der Bewertungsmechanismus läuft los. Stell dich, guckt jemanden länger an. Jetzt überlegt mal bei euch selber, wann habe ich mal jemanden länger angeschaut? An dieser Kreuzung. In welchen Situationen schaut ihr den jemanden länger an? Vielleicht, wenn ich überlege, ob ich ihn kenne. Ja, genau. So. Wir haben gerade erhöht auf 3 Varianten, Freunde. Genau dieses, wer war das nochmal? Ja, ich weiß auch nicht. Ich kenne so viele. Okay, ja. Ja. Wenn jemand besonders auffällt, aber genau, zum Beispiel. Also ihr sitzt zum Beispiel im Kaffee und ihr guckt jemanden länger an als 4 Sekunden. Worauf könnte das denn hindeuten? Der Kunde im Gesicht. Der sieht gut aus. Der sieht gut aus. Interesse. Wo kam das Handzeichen? Sehr gut. Interesse, absolut. Also, wir stehen an dieser Kreuzung, danke Christine, wir stehen an dieser Kreuzung und wir biegen ab. Entweder in Richtung Interesse. Wisst ihr, Freunde, dass ich jetzt 8-mal nachfragen muss? Kannst du dich erinnern, wenn du jemanden ganz lange ins Auge geguckt hast? Und ich so, weiß ich nicht. Wann war denn das letzte Mal? Wenn ich jemanden lange angeguckt habe? Ja. Ist das deine Frau? Ja. Gut, denk doch mal, wir gehen gleich einen Schritt weiter, bleib wach. Na ja, das war ein langer Tag heute wahrscheinlich. Ich gehe mal nach hinten. Können Sie sich noch erinnern, wann Sie jemanden, wir müssen ja per Du heute, jemanden länger angeschaut hast? Mich jetzt gerade. So, und jetzt stell dir mal vor, im Café würdest du jetzt Sie sehr lange anschauen. Worauf könnte das hindeuten? Interesse an dieser Person? Ja. Oder Desinteresse? Wenn es laut telefoniert zum Beispiel? Ja, genau. Das, ganz genau, ne? Bestrafung. Bestrafung oder Interesse. So, und jetzt... Denk mal, es kommt bald, ich baue euch mal eine Eselsbrücke. Das Frühjahr kommt bald, die Hormone fliegen. Wenn jemand nicht mehr weiß, was das ist so dieses Kribbeln im Bauch. Worauf könnten denn diese, macht es mir nicht so schwer, diese sechs Sekunden hindeuten? Verliebt sein. Das gehört zum Ritual des Flirtens. Männer. 1 Sekunde geguckt, der hatte kein Interesse. Okay, Flirten, die Flirtsequenz beginnt bei 6 Sekunden. Und so beginnt auch jede Begegnung, angucken, weggucken, ein bisschen länger. Wer das ist das Spiel des Flirtes, des Interesses. Und wer sagt, ich habe die lange nicht angeguckt, ich glaube, die wohnt hier, nochmal nachdenken. So, also, und hier, ne, ab diesen 6 Sekunden, wie gesagt, geht es entweder in den Flirt oder, und das hast du sehr gut gesagt, in da telefoniert jemand so laut oder, also in dieser Missachtung bis zum Machtkampf. Das haben wir manchmal in der Schule gespielt. Kennt ihr das so? Wer den anderen am längsten angucken kann. Und warum spielt man das? Weil der Blickkontakt ist etwas sehr Intimes. Du kannst wirklich in den Augen so viel sehen und das wissen wir auch, das macht uns verletzlich. Deshalb blicken Menschen, die unsicher sind, schneller weg. Weil wir spüren, dass es uns verletzlich macht. Yes? Yes. So, aber wir sind alle verletzlich. Und uns verbindet am Ende des Tages nicht unsere Stärke, sondern unsere Verletzlichkeit. Unsere Wunden. Das lange Anblicken ist eigentlich nichts anderes als den Sicherheitsabstand zu überschreiten. Also jetzt verkürzen. Na, das kommt darauf an, wenn du jetzt beim Anschauen auch noch auf den anderen zugehst. Kenne ich nicht, aber ich nähere mich konstant.
Ja, dann kommt es in die. Aber erstmal grundsätzlich bedeutet es zum Beispiel, du bist in einem Café und du siehst eine attraktive Dame und du fängst an, mit ihr zu flirten. Heißt, also wie signalisierst du das? Indem du das Bein nach oben wirfst? Oder, ja, das wäre Blickkontakt. Du schaust hin und lächelst. Das wäre zumindest meine Empfehlung. Mit dem Bein hochwerfen könntest du das Schritt 2 versuchen. So. Und wenn sie kein Interesse hat, wird sie nicht reagieren. So einfach ist das. Hm? Es ist keine Grenzüberschreitung. Wir nutzen zu wenig Körpersprache und zu viele Worte. Und dann sind wir abends so wie ausgelbt. Kennt ihr das, wenn man so, ja? Ich war mal, ich hatte 3 Tage Körpersprachetraining in irgendwo bei BMW Dingolfing oder irgendwo am Ende der Welt und war dann hier, na gut, von hier aus gesehen am Ende der Welt, ne? Von da aus ist das wieder gut. Und hatte 3 Tage nur geredet. Und dann sagte er, so, beim Geburtstag übrigens, ne, sie arbeitet im Bereich Kommunikation. Und er so, ja, das ist aber schön. Und ich so, Ich dachte, die hat einen Dachschaden. Weil wir haben ein bestimmtes Reservoir an Worten. Das sind am Tag tatsächlich ungefähr 70.000. Wenn die alle sind, sind wir fertig mit Reden. Ja, sagt der ein oder andere Mann, bei meiner Frau ist das anders, die hat 480.000. Aber es ist tatsächlich so. Und das erschöpft uns auch. Es erschöpft uns die ganze Zeit. Wir knallen uns mit Worten zu. Wir sind eine Wortmüllgesellschaft. Und meine Empfehlung wäre, dass jeder, den anderen können wir nicht verändern, aber uns. Und wenn ihr mehr zuschaut, Körpersprache, und mehr zuhört, braucht ihr nicht so viel reden, weil dann versteht ihr den anderen besser. Ich sage ja, diese Körpersprache, die hat doch irgendwas von einem Friedensstifter. Da müssen wir nochmal genauer hingucken. So, das haben wir. Mund. Der Mundbereich, ne, mit dem können wir sehr viel ausdrücken. Übrigens bei Meetings in Unternehmen wird das sehr gerne gemacht, bei Meetings. Die so, ich habe gar nichts gesagt. Und dann so. Die reden die ganze Zeit. Das sind die gefährlichsten. Ich habe gar nichts gesagt. Boah. Ist irgendwas? Nein. Das stört doch was. Nein. Aber ich sehe es doch. Da muss man jetzt auch nichts reininterpretieren. Ich persönlich würde dafür so kleine Boxen machen, wo man dann sagt, so für Kinder gab es so Trotzecken. Das fand ich ganz furchtbar. Aber ich finde das für Erwachsene, also für Kinder nicht. Aber für Erwachsene finde ich das total gut. Setz dich mal hin und denk drüber nach. Ja. Guck mal, ob du den Stecker wieder findest zwischen Gedanke, Wort, Gefühl. Das ist nämlich manchmal bei uns eine Störung. Aber das hängt damit zusammen, dass wir halt lange nichts damit zu tun hatten. Aber wir sind da nicht auf Gedeih und Verderb ausgesetzt. So, meine Lieben, das haben wir uns schon angeguckt, richtig? So, jetzt ging es darum. Das könnt ihr mir jetzt beantworten. Durch welche 3... Mensch, die Zeit ist schon um. Ihr müsst jetzt sagen, es war wie im Flug. Sagt das mal. Ich fand es auch. Schön mit euch. So, also, das noch zum Abschluss. Welche 3 Gesichtsausdrücke? Was könnt ihr tun im Gesicht, um sofort sympathischer zu wirken? Das ist jetzt nicht so schwer. Yes! Und wie lange? 3 Sekunden. 2 bis 4 Sekunden, genau. Ja, 3 seid auf der Sicherheit, ihr testet jetzt aus. Ne? Für die Flotten macht ihr 2 bis 4 ist alles noch. Ihr zählt, genau. Mit der anderen zählt das mal. 1, 2, bleib stehen. 3, 4. Ihr seid sehr, sehr gut. So. Dann macht mal. Wir gucken, ob es überall klappt. Hier geht noch was. Sehr schön. Ich bin sehr zufrieden, ihr seid zauberhaft. Ich möchte euch, dass ihr das heute Abend auch im Spiegel sagt. Ja? Dass keiner mehr mit sich zickt, sondern wirklich sagt, hey, dieses Gesicht, und ich sage das jetzt ganz eindringlich, gibt es nur einmal auf dieser Welt, ihr seid Unikate. Und zwar in allen Zeiten, die hinter euch liegen und die kommen werden. Genau mit dieser Nase, mit diesem Mund, mit diesen abstehenden oder nicht abstehenden Ohren. Wen interessiert das denn? Okay? Und den Rest können wir uns später kümmern. Ein bisschen da, ein bisschen. Das ist nicht wichtig. Und ganz wichtig ist hier, und da gucke ich nochmal zur, ich glaube Melanie, habe ich es mir richtig gemerkt? Ja? Mhm. Entspannte Lippen, meine Liebe, das reicht. Für den Anfang. Denn das machen wir manchmal, wenn wir uns konzentrieren, kneifen wir die Lippen zusammen. Ja?
Und da meine ich nicht diese Fotos, die ich manchmal bei Instagram oder Facebook sehe, wo die so, ja, ganz genau. Stell dich doch mal hin und zeig das mal für alle. Ja, sehr gut. Sehr, sehr gut. Genau, also das nicht, sondern einfach die Lippen entspannnen. Sagt euch das, ihr könnt einfach mit euren Lippen reden. Jetzt bei den meisten ist es ja morgen schon so, bei Facebook und überall so. Ganz wichtig, also Blickkontakt halt, 2 bis 4 Sekunden, lächeln und zwar Mut zum Erstlächler, richtig, und entspannte Lippen. Das fand ich ein unfassbar schönes Zitat. Es gibt Leute, die haben selbst in der Körpersprache einen besseren Wortschatz als andere. Und ich glaube, da sind wir heute einen großen Schritt gegangen, dass ihr sozusagen, das war mein Ziel, sensibilisiert werdet für diese Sprache. Und da Neujahr ist und ich Geburtstag hatte, bei Geburtstagen verschenke ich nämlich immer was, das ist so eine Tradition, greift mal unter euren Stuhl, bei 10 Leuten müsste irgendwas drunter sein. Guckt mal, hat jemand was? Ja, gewonnen. Du hast noch nie gewonnen, aber ein Applaus für eine, die endlich mal gewonnen hat. Bitte schön, du Liebe. Gibst du es durch? Wo noch? Der eine Sekundenmann hat gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Gerne. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Und da ist auch noch, Moment, da kommt noch eins. Genau, für alle anderen. Habe ich noch einen kleinen Auszeittürhänger, den könnt ihr euch vorne mitnehmen. Und die Lächelkarte, die Melanie hat, wenn ihr wollt, weil wir für ein Kinderheim immer auch spenden, gib mir, die haben wir extra noch designt. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch eine mitnehmen für 1 Euro, wenn nicht, nicht, aber das könnt ihr euch auf alle Fälle einstecken. Übrigens, liebe Frauen, wenn ein Mann das dranhängt an die Toilette, lasst ihn in Ruhe. Das ist ein Geheimnis, was wir in der Körpersprache später noch ergründen werden. Ich persönlich, ich habe euch nochmal die anderen Termine für die Körpersprache dran geschrieben. Ich persönlich weiß nicht, was Männer auf der Toilette machen. Das könnt ihr mir mal sagen, irgendwann, wenn wir uns näher kennen, vielleicht beim nächsten Mal. Lasst sie einfach. Also Männer, ne? Ihr müsst euch nicht mehr erklären, ihr hängt das einfach hin und ihr Frauen wisst, lest 2 Bücher in der Zeit. So, also, heute war Auftakt, was Gesichter erzählen, wenn ihr am 21. kommen wollt, hierher in das schöne Basislager. Vielen Dank übrigens an der Stelle auch Vorbereitung an Marco und an Emily, habe ich mir richtig gemerkt, dann an Ben und an Jasch, die alle mit dazu beigetragen haben, an Susanne, dass das so gut geklappt hat. Mal einen Applaus für alle. Dankeschön. So, meine Lieben. Wer wiederkommen möchte, ist herzlich eingeladen am 21. zur Gestik, Sprache der Hände, und am 30. zur Körperhaltung. Das ist auch 1 Stunde Workshop, der beginnt schon 17 Uhr, aber das sage ich auch nächstes Mal nochmal, oder wir schreiben das in Facebook, wenn ihr da nochmal reingucken wollt. Und der Workshop danach ist kostenpflichtig, der hat allerdings einen Neujahrspreis, auch immer wenn ich Geburtstag habe. Also viele wissen das schon, die melden sich immer extra im Januar an, weil es bei mir so günstig ist. Der Workshop geht dann 3 Stunden und kostet 99 Euro. Wer damit sagt, ich will da nochmal genauer wissen, wie es funktioniert, ist herzlich eingeladen. Alles andere ist kostenfrei. Kommt, ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid und ich danke euch für eure Zeit, für euer Wohlwollen, euer Interesse. Vielen Dank. Dankeschön. Hört schön. So, ich hoffe, dass du ganz, ganz viel Freude hattest jetzt beim Zuhören und ein bisschen auch das Gefühl hattest, du warst mit dabei. Und vor allem, dass es dir einfach nochmal auch tatsächlich die Augen ein Stück geöffnet hat, dass unsere Mimik, unser Gesichtsausdruck, unsere erste Visitenkarte ist. Also, wenn du guckst wie ein Bullenbeißer und das Gesicht zusammengekniffen ist, dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn die anderen gar nicht lächeln oder Angst vor uns haben oder eine blöde Stimmung im Raum ist. Also, es ist deine wichtigste Visitenkarte jenseits dessen, was du tust. Denn das Wichtigste ist erstmal, wer du bist. Und auf alle Fälle bist du schon mal eins, nämlich einzigartig. Vergiss das bitte nie. Und wenn es dir gefallen hat, freue ich mich sehr über einen Kommentar.
Und wenn du mit dabei sein willst, am 30. entweder zum Vortrag, der ist, wie gesagt, kostenfrei, komm einfach reingeschneit, um 17 Uhr, Achtung, Achtung, am 30. Januar schon 17 Uhr, oder dann zum Workshop, da müsstest du dich bitte anmelden, da habe ich eine begrenzte Platzzahl. Der beginnt dann so gegen 18:15 für 3 Stunden und da arbeiten wir dann nochmal sehr viel tiefer an den Teilnehmern. Wenn du damit dabei sein willst und sagst, hey, ich will endlich mal wissen, so eine Rückmeldung und wir werden ein bisschen dabei filmen, dass du auch mal siehst, hey, wie wirklich und für dich so deine 3 wichtigsten Tipps bekommst, wie du deine Körpersprache ganz persönlich verbessern kannst, dann kannst du dich da auch anmelden. So, also wenn es dir gefallen hat, hinterlass mir hier gerne eine Bewertung oder 5 Sterne oder einen Kommentar. Oder, ja, das ist ganz wichtig. Oder auch eine Frage. Welche Frage hast du zur Körpersprache? Ich kümmere mich gerne um all deine Fragen und ja, mir macht das einfach riesen Spaß, denn ich möchte, dass es uns allen besser geht. Denn wenn es uns allen besser geht, geht es uns allen besser. Trau dich, du zu sein, deine Silke und ein Lächeln.